Anfangen. Dann fange ich mal an. So, meine lieben Damen und Herren, alle haben Platz genommen, alle sind gesund und munter, wie ich sehe, alle haben gegessen, dann können wir mit der Arbeit beginnen. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Abgeordneter Michael Brandt, sehr geehrter Herr Botschafter Professor Xi, lieber Professor Ubioha Ike aus Nigeria, sehr geehrter Herr Bürgermeister Demirbaş aus Diyarbakir, Türkei, lieber Aneka Anthony aus Pakistan. Ich blicke heute weit zurück. Zu den aktuellen Dingen kommen wir dann ja später. Am 8. April 1972 wurde in Frankfurt am Main die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte gegründet. Gründungsmitglieder waren Ivan Agrusow, der für über 20 Jahre den geschäftsführenden Vorsitz übernahm, Leonid Müller, der genauso lange als Schatzmeister diente, Dr. Reinhard Gnauck, einer der späteren Vorsitzenden, Dr. Wladimir Flerow, Galina Flerow, Helmer Bülow, Justus Bülow, Gleb Rahr, Wolfgang Stein, Alexandra Stein, Michael Goracek, Gertrud Hatschi-Georgidi und George Hatschi-Georgidi. 1973 übernahm Dr. Cornelia Gerstenmaier, Tochter des ehemaligen Bundestagspräsidenten Eugen Gerstenmaier, für 5 Jahre den Vorsitz. Ich selbst habe leider die Gründung der IGFM knapp um 4 Jahre verpasst und kam erst 1976 hinzu. Das Gründungsprotokoll von 1972 vermerkt dann noch, der Mitgliedsbeitrag wurde mindestens auf 3 D-Mark monatlich festgelegt. Für Eheleute, die zusammen dem Verein angehören, beträgt der Mitgliedsbeitrag mindestens 4,50 Mark. Sie sehen, deutsche Gründlichkeit von Anfang an. Die DDR. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte wurde also 1972 gegründet. Zur Hochzeit des Kalten Krieges. Die Gründung war auch eine Reaktion auf die Verharmlosung der Menschenrechtsverletzungen in der DDR und in Osteuropa. Wir haben noch gut in Erinnerung, wie inopportun es vielen in den 70er und 80er Jahren erschien, die kommunistische Gewaltherrschaft in nächster Nachbarschaft zu kritisieren. Es war mit heutigen Worten politisch nicht korrekt, darüber zu reden. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, aber es gab noch bis 1988, also ein Jahr vor dem Mauerfall, in der damaligen Bundesrepublik Bestrebungen, weitgehende Forderungen der SED zu erfüllen. Erstens, Schließung der zentralen Erfassungsstelle Salzgitter. Dort wurde DDR-Unrecht dokumentiert, wie zum Beispiel tödliche Schüsse an der innerdeutschen Grenze. Zweitens, Anerkennung einer eigenen DDR-Staatsbürgerschaft. Drittens, Verlegung der innerdeutschen Grenze in Niedersachsen vom Ostufer der Elbe in die Flussmitte. Das hätte bedeutet, dass auf Flüchtlinge bis zur Flussmitte geschossen werden kann. Wie wir wissen, hat die Geschichte glücklicherweise einen anderen Verlauf genommen. Der Kommunismus in der DDR, Osteuropa und in der Sowjetunion brach zusammen. Der Unrechtsstaat DDR löste sich vollkommen auf. Dieser Unrechtsstaat stand für Mauer, Stacheldraht, Schießbefehl,
Selbstschussanlagen, Minenfelder, politische Häftlinge, Zwangsadoptionen und Zwangsarbeit. Er stand für Stasi und Einparteiendiktatur. Es ist heute wieder notwendig, daran zu erinnern, meine Damen und Herren. Die DDR, das war der Staat mit dem einzigartigen Straftatbestand Republikflucht. Das sagt doch alles. Es wäre nach dem Willen der Bevölkerung bereits am 17. Juni 1953 untergegangen. 4 Jahre nach Staatsgründung. Sowjetische Panzer konnten das verhindern. Von Anfang an waren deshalb Osteuropa und die ehemalige Sowjetunion ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Dort haben wir seit vielen Jahren eigene IGFM-Sektionen. Die IGFM hat es auch nach 1990 als eine ihrer Aufgaben angesehen, über die Machenschaften der untergegangenen SED-Diktatur aufzuklären. Zumal die IGFM selbst Gegenstand sogenannter operativer Maßnahmen der Stasi war. KSZE. Ein wichtiges Aktionsfeld war für uns in den 1970er und 80er Jahren der KSZE-Prozess, den wir aktiv begleitet haben. Zur Erinnerung. Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa beschloss am 1. August 1975 in Helsinki die KSZE-Schlussakte. Darin gab es den sogenannten Korb 3 über humanitäre Angelegenheiten. Alle Unterzeichnerstaaten verpflichteten sich darin, die Menschenrechte zu achten. Auch die Ostblockstaaten hatten das unterschrieben. Das haben sie später wahrscheinlich bereut. Der KSZE-Prozess war nämlich dynamisch angelegt, das heißt, es fanden regelmäßig Überprüfungskonferenzen statt. An diesen Folgekonferenzen und den Sonderkonferenzen zu Menschenrechtsfragen hat die IGFM regelmäßig teilgenommen. 1977 in Belgrad, 1980 bis 1982 in Madrid, 1985 in Ottawa, 1986 in Bern und 1987 und 1988 in Wien. Vor diesen Konferenzen erreichten die IGFM jeweils tausende Petitionen der Opfer von Menschenrechtsverletzungen bzw. von deren Angehörigen. Das haben wir dokumentiert und den Konferenzdelegationen vor Ort überreicht, begleitet von Pressekonferenzen, auch in Belgrad, was damals gar nicht so einfach war. Wir haben das gemacht, was NGOs nun einmal am besten können. Wir haben Öffentlichkeit hergestellt und so machen wir das bis heute. Die Themen unserer Dokumentationen zur KSZE spiegeln die Menschenrechtsdiskussion in Europa vor der Wende 1989-90 wider. In der Sowjetunion entstanden seit 1976 mehrere Helsinki-Gruppen, die auf die Einhaltung der KSZE-Schlussakte drangen. Ihre Mitglieder, darunter prominente Bürgerrechtler wie Alexander Ginzburg, Juri Orlov und Anatoly Scharansky, wurden daraufhin verhaftet. Ein weitgehend vergessenes Kapitel ist der Missbrauch der Psychiatrie in der Sowjetunion zu politischen Zwecken. Dazu haben wir aus Anlass unseres 50. Jahrestages kürzlich eine Neuauflage unserer seinerzeitigen Dokumentation Psychiatrie als politische Waffe erstellt. Weiterhin setzte sich die IGFM für zahlreiche Russlanddeutsche ein, die Anträge auf Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland gestellt hatten. In der Tschechoslowakei entstand 1977 das Menschenrechtsdokument Charta 77. Ihre Unterzeichner waren Repressalien ausgesetzt bzw. wurden verhaftet, darunter Pavel Kohut, Václav Havel, Jerzy Lederer und Wladimir Skutina. In Polen wurden Mitglieder der Gewerkschaft Solidarność verfolgt. In Rumänien wurden die Angehörigen der deutschen Minderheit einfach vielfach daran gehindert, zu ihren Angehörigen in der Bundesrepublik Deutschland auszureisen.
Die meisten Eingaben erhielt die IGFM im Vorfeld der KSZE-Konferenzen, aber zur DDR. Dabei ging es in erster Linie um die Verfolgung und Verhaftung von Ausreiseantragstellern. Hervorgehoben wurde zudem das Engagement mutiger Bürgerrechtler wie Dr. Karl-Heinz Nitschke, dem Initiator der Petition RISA von 1976. Die IGFM hat seinerzeit die Petitionäre unterstützt und die Petition im Westen bekannt gemacht. Es war ein früher IGFM-Fall. Dazu haben wir 2016, also 40 Jahre später, mit Unterstützung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur eine Dauerausstellung und eine Dokumentation erstellt. Die Ausstellung hat ihren Platz gefunden im Menschenrechtszentrum Cottbus, mit dem wir eng kooperieren. Insgesamt haben in der Zeit zwischen der Gründung der IGFM 1972 und dem Fall der Mauer 1989 mehr als 20.000 Bürger der DDR die IGFM um Unterstützung gebeten. Und auch deshalb wurden wir von Stasi-Minister Mielke zum Staatsfeind erklärt und dementsprechend verfolgt. Für den Titel Staatsfeind haben wir hart arbeiten müssen, meine Damen und Herren. Die IGFM stellte folgende Forderungen an die KSZE-Konferenzen: Aufhebung des Verbots der Auswanderung und Genehmigung von Besuchsreisen in nichtkommunistische Länder, Abbau der Selbstschussanlagen und Räumung der Minenfelder an der innerdeutschen Grenze, Genehmigung zum Besuch von Zeitungen und Literatur aus dem westlichen Ausland, Verbreitung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der KSZE-Schlussakte in den kommunistischen Ländern, Aufhebung der gegen Oppositionelle verhängten Arbeits- und Berufsverbote, Beendigung der Zwangsadoptionen von Kindern, deren Eltern aus politischen Gründen inhaftiert bzw. im Rahmen des Häftlingsfreikaufs in die Bundesrepublik Deutschland abgeschoben wurden. Garantierung der Religionsfreiheit. Genau wie heute wurde auch zu jener Zeit streitig diskutiert, ob internationale Sportveranstaltungen in Diktaturen boykottiert werden sollen. 1980 war das erste Jahr der sowjetischen Besetzung Afghanistans und es sollte das Jahr der Olympischen Spiele in Moskau werden. Die IGFM forderte den Boykott der Spiele des Friedens in der kriegführenden Sowjetunion. In den 1980er Jahren stand plötzlich Polen im Mittelpunkt. Mit der Gründung der Gewerkschaft Solidarność wurde das kommunistische Regime herausgefordert. Die IGFM organisierte 1981 die Paketaktion von Mensch zu Mensch angesichts der sich ständig verschlechternden Versorgungslage in Polen. Wurden tausende Pakete an Privatadressen in Polen versandt. Wir organisierten nach Ende des Kriegsrechts ab 1983 eine der größten humanitären Hilfsaktionen in Deutschland für die Gewerkschaftsbewegung Solidarność. Nahezu wöchentlich stellten Arbeitsgruppen der IGFM Lastzüge mit humanitärer Hilfe zusammen. Unsere Aufrufe zur Hilfe wurden von Danuta und Lech Wałęsa lebhaft unterstützt. In den 1980er Jahren erweiterte sich die IGFM-Arbeit zunehmend auch geografisch. So wurden Dokumentationen zu Menschenrechtsverletzungen in Äthiopien, Nigeria, Guinea, China, Iran, Philippinen, Nicaragua und Kuba erstellt. 1987 begannen die Reformbemühungen Michail Gorbatschows in der Sowjetunion langsam zu wirken. Während der bereits erwähnten KSZE-Folgekonferenz in Wien besuchte das sowjetische Fernsehen für 2 Stunden das Wiener Büro der IGFM. Die Journalisten filmten dabei Karten mit Angaben über Straflager und Gefängnisse und diskutierten mit den Mitarbeitern ausführlich den Missbrauch der Psychiatrie in der Sowjetunion und das Schicksal der sowjetischen Helsinki-Gruppen. So viel Offenheit war vorher undenkbar.
Dazu passt, dass wir 1987 auch die erste Arbeitsgruppe der IGFM in St. Petersburg gründen konnten. 1987 war auch das Jahr des Besuchs von Erich Honecker in der Bundesrepublik. In der DDR spürte man bekanntlich nichts von Reformen. Wir haben deshalb am 4. September 1987 2600 Gesuche von DDR-Bürgern in der ständigen Vertretung der DDR in Bonn überreicht. Am Tag des Honecker-Besuchs erschien in 10 Tageszeitungen mit einer Gesamtauflage von 1,7 Millionen eine Anzeige der IGFM, die den Schießbefehl an der Mauer und der innerdeutschen Grenze ächtete. Diese Anzeige wurde mit Spenden von insgesamt 1.300 Personen finanziert. Dann kam die Wende 1989-90. Der Fall der Mauer und damit des Eisernen Vorhangs war ein historischer Glücksfall. Man stelle sich nur für einen Augenblick vor, die Rote Armee würde heute noch an der Elbe stehen. 350.000 Soldaten mit Zivilbeschäftigten eine 500.000 unter dem Kommando von Putin. Man stelle es sich nur für eine Sekunde vor und man begreift ganz schnell, wie dankbar wir heute noch sein können. Auf keinen Fall dürfen die Verdienste der osteuropäischen Völker bei der Überwindung des Kommunismus vergessen werden. Wir erinnern uns noch gut daran, dass Ungarn im Sommer 1989 das erste Loch in den Eisernen Vorhang geschnitten hat. Wir erinnern uns auch noch an die mutigen Polen, die in den 80er Jahren den Kommunismus überwunden haben. Stand vor dem Zusammenbruch des Kommunismus die Hilfe für politisch Verfolgte im Vordergrund unserer Arbeit. So sind seit Beginn der 1990er Jahre die humanitäre Hilfe und die Entwicklungszusammenarbeit als Aufgabengebiete hinzugekommen. Das Verschwinden des Eisernen Vorhangs ermöglichte uns zudem die Gründung eigener IGFM-Sektionen in Osteuropa. So entstanden nach und nach Sektionen in Russland, Ukraine, Litauen, Lettland, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldawien, Weißrussland, Rumänien und Albanien. Mit einigen konnten wir in den letzten Jahren dank der Unterstützung durch das Auswärtige Amt Programme im Rahmen der östlichen Partnerschaft durchführen. Es begannen die humanitären Hilfstransporte ins Baltikum und nach Osteuropa. Es wurden Projekte möglich, an die vorher gar nicht zu denken war. Beispielhaft sei hier unser 1995 von der Europäischen Union gefördertes Projekt Aufbau einer bürgerlichen Gesellschaft in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GUS, genannt. Bis zum Abschluss des Projekts 1996 nahmen über 2500 Multiplikatoren an 60 Seminaren und Vorlesungen in 15 Städten in Russland und der Ukraine teil. 1997. Die IGFM wird 25 Jahre. In der Zeitschrift Menschenrechte erschienen Länderberichte zu China, Vietnam, Nordkorea, Pakistan, Türkei, Irak, Saudi-Arabien, Kuba, Kongo, Ägypten, Sudan und Nigeria. 1998 wurde in Erinnerung an den pakistanischen Bischof John Joseph der Bischof-Joseph-Kreis als Teil des IGFM-Arbeitsbereiches Religionsfreiheit gegründet, der sich mit der weltweiten Verfolgung von Christen beschäftigt. Die Religionsfreiheit und die Christenverfolgung haben sich in den letzten 20 Jahren immer mehr zu einem Hauptarbeitsgebiet der IGFM entwickelt. Das liegt daran, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung unter Regimen lebt, die das Recht auf freie Religionsausübung missachten. Seit vielen Jahren rufen wir zusammen mit der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA den Gefangenen des Monats aus und bitten die Leser, sich für ihn einzusetzen. China. Heute reden alle über China.
Wir haben schon 1999 eine viel beachtete Sonderpublikation 50 Jahre China, 50 Jahre Menschenrechtsverletzungen herausgegeben. Auf China wird zu viel Rücksicht genommen, meine Damen und Herren. Das führte 2017 zu einem sehr merkwürdigen und peinlichen Vorgang. Der Stadtrat von Trier hatte im März 2017 beschlossen, eine von der Volksrepublik China geschenkte übergroße Karl-Marx-Statue anzunehmen und mitten in der Stadt aufzustellen. In einem Schreiben an die Fraktionen im Stadtrat von Trier haben wir diese Entscheidung deutlich kritisiert. Es war ein vergiftetes Geschenk. Das Sprichwort sagt, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. In diesem Fall hätte Trier eine Ausnahme machen sollen und China ins Maul schauen. Ähnlich kritisch sehen wir die Konfuzius-Institute, auch in Deutschland. Dabei handelt es sich um staatliche chinesische Propagandaeinrichtungen. Es sind keine unabhängigen Bildungs- oder Kultureinrichtungen, sondern sie fungieren als politische Außenstellen der Kommunistischen Partei. Sie vermitteln ein geschöntes Bild der Volksrepublik China im Ausland. Es sind trojanische Pferde. Es handelt sich keinesfalls um eine chinesische Variante der Goethe-Institute. Keinesfalls. Türkei. 2015 jährte sich zum 100. Mal der Völkermord an den Armeniern und Assyrern im damaligen Osmanischen Reich. Das haben wir zum Anlass genommen für eine Ausstellung und eine Publikation unter dem Thema Völkermord 1915 und Bedrohung 2015. Damit stellen wir den Völkermord von 1915 in eine Reihe mit den Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch IS-Terroristen 100 Jahre später. Bei unserer Jahrestagung 2017, hier in Bonn, hier im Hause, mit Can Dündar, hatten wir mit Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet, einen prominenten Zeugen zu Gast. Seitdem ist die Situation in der Türkei nicht besser geworden. Eine der für mich emotionalsten Aktionen, die wir durchgeführt haben, war 2014 der Besuch mit einer IGFM-Delegation in den Südosten der Türkei. In der Tur Abdin genannten Region, unweit der syrischen und irakischen Grenze, leben heute noch etwa 3000 Christen. Ursprünglich waren es in diesem christlichen Stammler natürlich viel mehr. Ein Großteil fiel bereits dem Völkermord 1915 zum Opfer. Ein weiterer Exodus fand in den 80er und 90er Jahren statt, als die Christen entweder gezielt vertrieben wurden oder aber zwischen die Fronten der gewaltsamen Auseinandersetzungen von Türken und Kurden gerieten. Die Christen im Tur Abdin sprechen noch Aramäisch, die Sprache Jesu. Das Erlernen dieser alten Sprache ist in der Türkei aber offiziell verboten. Ein Beispiel für die nur auf dem Papier stehende Religionsfreiheit. In den Klöstern wird die Sprache dennoch unterrichtet. Einige dieser Klöster haben wir besucht. Sie gehören zu den ältesten der Menschheit und wurden um 400 nach Christus gegründet. Geistiges Zentrum der Christen ist zweifellos das Kloster Mor Gabriel in der Nähe der Stadt Midyat. Es ist zugleich Sitz des syrisch-orthodoxen Erzbischofs Timotheos Samuel Aktasch. Er sparte bei unserer Begegnung nicht mit deutlichen Worten. Zitat: Man will uns offenbar vertreiben oder aber man will uns nur noch als Museum. Hintergrund sind die seit Jahren andauernden Gerichtsverfahren, mit denen das Kloster überzogen wird. Dabei geht es um Grundstücksstreitigkeiten. Das Kloster wurde sogar teilweise enteignet. Später wurden einige, aber nicht alle, der willkürlich enteigneten Parzellen zurückgegeben.
Die Begegnung mit den tapferen, sich aufopfernden Christen im Südosten der Türkei ist berührend und eindrucksvoll. Sie müssen kämpfen. Es geht ihnen nicht so gut wie manchen bequemen Christen hierzulande. Sie sind existenziell bedroht und haben Unterstützung verdient. Sie tragen dazu bei, dass das Christentum in seiner Ursprungsregion erhalten bleibt. Das Kloster Mor Gabriel ist ein Symbol der bedrohten Christenheit in der Türkei. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit hat sich seit 2014 in der Nachbarschaft der Türkei, im nordirakischen Kurdistan, herausgebildet. Seit dem Überfall des IS auf die Region Shingal im August 2014 ist die IGFM mit humanitären Hilfstransporten und Hilfsaktionen im Nordirak aktiv. Wir investieren viel Zeit und Mühe in Bildungsmaßnahmen in den Flüchtlingslagern. Bildung ist nachhaltig, Bildung nützt immer. Ich möchte jetzt beispielhaft rasch einen geografischen Bogen schlagen, vom Baltikum über den Iran bis nach Kuba. Dem Baltikum fühlen wir uns seit langem besonders verbunden. Die baltischen Staaten haben unter der Teilung zu Ostblockzeiten besonders gelitten. Sie waren noch nicht einmal staatlich existent. In Estland, Lettland und Litauen haben wir mehrfach Begegnungsprogramme durchgeführt. In Litauen helfen wir aktuell Flüchtlingen aus Weißrussland und der Ukraine, dazu kommen wir ja später. Im Iran setzen wir uns seit langem unter anderem für die Rechtsanwältin Nasrin Sotoudeh ein. Nur eine von vielen Maßnahmen war 2020 ein von uns initiierter überparteilicher Appell zur Freilassung unseres Kuratoriumsmitglieds Nasrin Sotoudeh, der von vielen Abgeordneten unterschrieben wurde. In Kuba sind wir seit Jahrzehnten aktiv, seit 2009 auch mit einer eigenen nationalen Sektion. Die schlimmste Pandemie in Kuba ist der Kommunismus, erklärte uns der kubanische Schriftsteller Jorge Angel Perez bei einem Besuch in Havanna. Die Damen in Weiß, die bekannteste Oppositionsgruppe in Kuba, die Damen in Weiß, hatten wir hier in Bonn, hier im Hause, bei früheren Tagungen mehrfach zu Gast. Damit bin ich nun chronologisch in der Gegenwart angekommen. Unsere Arbeit war in der Vergangenheit stark durch den Ost-West-Konflikt geprägt. Nun sehen wir mit Schrecken, dass sich die Geschichte teilweise wiederholt. Die osteuropäischen Staaten haben uns davor immer wieder gewarnt, spätestens seit der Annexion der Krim 2014 durch Russland. Heute müssen wir feststellen, dass die osteuropäischen Länder in den letzten Jahren mit ihrer Einschätzung der russischen Politik wesentlich realitätsnäher waren als die meisten westeuropäischen Länder. Ich nenne mal ein Beispiel. Vor ein paar Wochen sah ich im deutschen Fernsehen ein Interview der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Das war sehr bemerkenswert. Sie erwähnte, die Balten hätten 50 Jahre Erfahrung mit russischer bzw. sowjetischer Besetzung. Und sie sagte, die russische Verhandlungsstrategie besteht immer aus drei Schritten. Erstens, stelle Maximalforderungen. Zweitens, spreche unverhohlene Drohungen aus. Drittens, gebe nie nach. Am Ende erhältst du mindestens 30% deiner ursprünglichen Forderung, weil irgendjemand im Westen immer nachgibt. Soweit die estnische Ministerpräsidentin. Wir werden das beobachten. Die aktuellen Vorgänge zeigen uns, dass unsere Arbeit auch künftig gebraucht wird. In diesem Sinne gehen wir die nächsten 50 Jahre an. Dankeschön. Ja, nochmals ein herzliches Willkommen an
alle im Saal. Inzwischen sind wir, glaube ich, vollständig, vollzählig. Lieber Herr Bundespräsident, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch. Der zweite, denn genau vor 20 Jahren, bei unserem 30-jährigen Bestehen, waren Sie schon einmal bei uns. Das war, glaube ich, in Königstein im Taunus. Es ist uns eine ganz besondere Ehre. Vielen herzlichen Dank. Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Sehr geehrter Herr Brandt, sehr geehrter Herr Professor Schie, sehr geehrter Herr Lamm, sehr geehrte Frau Bornmüller, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich Ihre Einladung anlässlich eines runden Geburtstags auf Ihrer Tagung zu sprechen zum zweiten Mal angenommen habe, wie Sie eben erwähnt haben, dann können Sie dem zwei Botschaften entnehmen. Erstens, auch nach weiteren 20 Jahren ist Ihre Arbeit immer noch von großer Bedeutung. Zweitens, meine Dankbarkeit für Ihr Wirken zu den Zeiten, als ich selbst noch zu den Unterdrückten zählte, ist ungebrochen. So möchte ich die Gelegenheit erneut nutzen, mit Ihnen und den Mitgliedern der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte für Ihre Arbeit zu danken und Ihnen den Rücken zu stärken für Ihre zukünftigen herausfordernden Aufgaben. Bevor ich das tue allerdings, muss ich das Thema, was Sie eben angesprochen haben, mit Ihnen behandeln, muss auf die aktuellen Ereignisse eingehen. Ich kann das nicht anders, ich mache das bei jeder Veranstaltung, bei jedem Vortrag oder jeder Lesung, die ich zurzeit halte. Wenn wir heute gemeinsam Ihren 50. Jahrestag begehen, im Übrigen fast genau zum Tag Ihrer Gründung, 8. April, begegnen wir uns in Zeiten von Krieg in Europa. Und unsere Gedanken sind selbstverständlich bei den Menschen in der Ukraine. Unser Mitgefühl gilt ihnen ganz besonders. Darüber hinaus allen Menschen, die unter Verfolgung, Not und Krieg leiden. Seit dem 24. Februar nun führt Russland einen mörderischen Angriffskrieg gegen einen friedlichen demokratischen Staat an der Grenze zur Europäischen Union. Seit nun über 6 Wochen werden ukrainische Städte beschossen, bombardiert, zum Teil dem Erdboden gleichgemacht. Vom ersten Tag an richtete sich Putins Terror nicht nur gegen militärische Einrichtungen, sondern unterschiedslos gegen Frauen, Kinder, Soldaten, Zivilisten, die getötet, verwundet, vertrieben, verschleppt wurden. Und wenn es überhaupt noch einen letzten Funken Hoffnung gab, dass es in diesem Krieg zwischen Brudervölkern nicht schon wieder zu schrecklichen Verbrechen kommt, dann ist dieser Funken seit dem letzten Wochenende, seit wir die Bilder von Buschta und anderen Städten gesehen haben, wirklich erloschen. Schon wieder erstarren wir vor dem Anblick von hingerichteten Menschen, Frauen und Männern. Wir sehen die Leichen neben Leichen, ganze Familien ausgelöscht, viele mühselig verscharrt irgendwo. Schon wieder blicken wir fassungslos auf Verbrechen und sind mit der Frage konfrontiert, was verlangt uns das Deutsche nie wieder in einer solchen Situation ab? Gebieten diese rücksichtslosen Mordtaten nicht eine humanitäre Intervention zum Schutz der Menschen in der Ukraine? Wir wissen doch, schuldig kann sich auch der machen, der nicht handelt. Wir wissen natürlich aber auch, dass wir in diesem Falle nicht nur vor einem großen moralischen Dilemma stehen, sondern auch vor einem geopolitischen. Der russische Aggressor stellt mit seinem atomaren Waffenarsenal auch eine unmittelbare Bedrohung für uns selber dar. Und so gibt es schon auch nachvollziehbare Gründe dafür, dass wir davor zurückschrecken, selbst aktiv Kriegspartei zu werden. Die Feststellung, dass unsere Möglichkeiten begrenzt sind und es auch berechtigte Interessen zu wahren gilt, entlässt uns aber weder aus der Verantwortung
noch lässt es das moralische Dilemma kleiner werden. Im Gegenteil, wir alle sind aufgefordert, alles bis zur Grenze des Möglichen zu unternehmen, um dem mörderischen Treiben Putins ein Ende zu setzen. Denn schon vom ersten Tag an war in diesem Konflikt klar, dass die Rollen sehr deutlich verteilt sind. Es gibt eben sehr klar zu erkennen, es gibt Opfer und es gibt Täter. Eine moralische und rechtliche Äquidistanz zu den Konfliktparteien kann und darf es nicht geben. Das verbietet sich für die Politik und auch für die Zivilgesellschaft. Wenn wir jetzt auf unsere Bundesregierung schauen, so hat sie angesichts dieser Situation zu Recht eine Kehrtwende in der Sicherheitspolitik eingeleitet. Sie will auch der Ukraine beistehen, um zur Abwehr der Aggression Russlands beizutragen, übrigens auch mit Waffen. Und viele Menschen in Deutschland bezeugen ihre Solidarität. Sie helfen und unterstützen, sie spenden, sie setzen Zeichen, sie fühlen mit. Und nicht wenige verzweifeln daran, dass es so schwierig ist, sich Putin noch entschiedener und noch substanzieller entgegenzustellen. Ich will an dieser Stelle auch Ihnen und den Aktiven aus Ihren Reihen einen ausdrücklichen Dank sagen für alle die Opposition nicht nur in Russland unterstützen, sondern die sich jetzt den Flüchtlingen zuwenden und die mit Hilfsaktionen hier aktiv sind. Herzlichen Dank dafür. Es ist wichtig, dass wir uns, und damit meine ich Bürger genauso wie Politiker, immer wieder mit den Fragen befassen, leisten wir den mutigen Menschen in der Ukraine genug Beistand? Was können wir noch leisten, um ihnen deutlicher beizustehen? Ist es verantwortbar, weiter Gas und Öl aus Russland zu importieren? Wie stehen wir eigentlich da vor denen, die ihr Leben verlieren, wenn wir die Mörder weiter bezahlen? Wir spüren ja zudem, dass nicht nur ein fernes Land angegriffen wird und unterjocht werden soll. Wir spüren, dass wir mitgemeint sind, wenn der Ukraine ihre Selbstbestimmung genommen werden soll. Putins Krieg gilt also letztlich der freien Welt, gilt der liberalen Demokratie. Seiner leninistischen Prägung getreu, sieht er die einmal errungene Macht als etwas an, das nie wieder preisgegeben werden darf. So setzt er allerdings ohne kommunistische ideologische Ummantelung das fort, was er einst vertrat und nun nationalistisch und neoimperialistisch begründet. Und Sie alle wissen es, Sie könnten alle diesen Katalog bilden von Maßnahmen, die in der Sowjetunion wohl vertraut waren. Ich erinnere Sie daran, Menschen- und Bürgerrechte gelten nicht. Die Herrschaft des Rechtes existiert nicht. Das Recht ist in der Hand der Macht. Gewaltenteilung nicht existent. Der öffentliche Raum mit Meinungs- und Versammlungsfreiheit nicht für die Öffentlichkeit steht nicht für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Eine durchherrschte Gesellschaft. Identische Erscheinungsformen sehen wir auch woanders. Es ist ja nicht nur Putins Ambition bei der Wiedererrichtung eines großrussischen Imperiums. Niemand kann sagen, wie weit die Ambitionen reichen, ob Übergriffe auf Polen oder die baltischen Staaten ausgeschlossen sind. Bei uns in Deutschland hatten sich fast alle geirrt, oder sollte ich besser sagen, wollten sich irren, als sie glaubten, Stabilität und Frieden hätten endgültig Vorrang gewonnen gegenüber imperialem Machtstreben. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich noch an den Panzersozialismus der Sowjetunion und die Unterdrückung der Freiheitsbewegungen auf den Straßen von Berlin 1953. Ich stimme mit Ihnen, Herr Lamm, überein. Ohne die sowjetischen Panzer hätte das deutsche Volk bereits 1953 eine Wiedervereinigung erlebt. Das ist völlig klar. Aber wir wurden
durch eine Kette von weiteren Niederlagen der Demokraten in Europa belehrt, dass so schnell eine Änderung nicht möglich war. 1956, ganz Ungarn ist schon befreit, selbst die Armee auf Seiten der Demokraten, die Sowjetpanzer rücken ein. Prag 68, Sozialismus aber demokratisch, die Sowjetpanzer rücken ein. Übrigens 56 in Polen schon massive Widerstände gegen die kommunistische Zwangsherrschaft, Posen und andere Städte. Diese Erinnerungen sind in den letzten Jahrzehnten, jedenfalls bei den Deutschen, offenkundig in weite Ferne gerückt. Stattdessen haben wir uns dem Glauben hingegeben, dass wirtschaftliche Verflechtung automatisch zu Liberalisierung und Annäherung mit Putins Russland führen würden. Dieses Bild scheint in der Rückschau nun als eine geschönte Realität. Ich habe übrigens noch nicht erwähnt, als ich eben über die Herrschaftsstruktur in Russland gesprochen habe und sie in Analogie gesetzt habe zur Herrschaftsstruktur in Sowjetzeiten, die vom Diktator jetzt ausgeübten Praktiken aus der Sowjetzeit gegenüber der Zivilgesellschaft. Denunziert als ausländischer Agent wurde Memorial, eine Institution, verboten, die sich große Verdienste bei der Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen erworben hat. Eine Organisation, die Millionen Opfern der Sowjetdiktatur ihre Würde zurückgab und deren Angehörigen ein ehrendes Gedenken ermöglichte. Mundtot gemacht werden soll auch der russische Oppositionelle Nawalny, dem das Europäische Parlament letztes Jahr den Sacharow-Preis für seinen Mut im Kampf für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte verliehen hat. Das Regime, das muss man sich erst mal vorstellen, das ihn erst feige ermorden wollte durch Vergiftung, wie es vorher bei anderen schon passiert war, dann überlebt er das, kehrt zurück in ein Land, wahrlich mit der Gesinnung eines Märtyrers, und landet erneut vor einer willigen Justiz und wird erneut zu willkürlichen Strafen verurteilt. Wir wissen nicht, wie lange er das durchstehen wird. Illusionen über Russlands Intention und unsere Möglichkeiten, diese durch wirtschaftliche Verflechtung, insbesondere im Bereich der Energiepolitik, zu beeinflussen. Diese bestanden in der Ukraine und auch bei unseren östlichen Nachbarn und im Baltikum nicht. Viel deutlicher als wir in Deutschland sind diese Länder mit der Einflussnahme durch Russland und der Einmischung in ihre Demokratie vertraut. Vergeblich haben sie uns auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die längst auch bei uns sichtbar waren. Denken wir nur an den Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag oder die russischen Propaganda- und Desinformationskampagnen. Mit dem Ziel, das Vertrauen in staatliche Institutionen zu untergraben und Zwietracht in der Bevölkerung zu sehen. Mit Bedauern sehen wir das zum Teil in der Bevölkerungsgruppe der Russlanddeutschen, wie tragischerweise, wie viel von dieser Russenpropaganda bei ihnen sich in die Köpfe niedergelassen hat. Wir hoffen auf Besserung, aber ich will das mal als Beispiel erwähnen. Bereits vor 8 Jahren übrigens begann ja die russische Aggression gegen die Ukraine mit der Krim-Besetzung und der Unterstützung der Separatisten im Donbass. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die schrecklichen Bilder des Krieges vor Augen machen uns deutlich, dass Ihr Engagement, Ihr selbstgegebener Auftrag und nicht zuletzt das Thema Ihrer Tagung, Menschenrechtseinsatz wichtiger denn je, von größter Dringlichkeit ist. Seit nunmehr 50 Jahren machen Sie sich als gemeinnützige Nichtregierungsorganisation für Menschen stark, die sich für die Verwirklichung von Menschenrechten in ihren Ländern einsetzen, die verfolgt werden, weil sie ihre Rechte einfordern. Von ehemaligen politisch verfolgten und engagierten Menschen gegründet, ist die Grundlage ihrer Arbeit die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Sie setzen sich für die weltweite Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ein, darunter Presse- und Meinungsfreiheit, Gewissens- und Religionsfreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Und sie setzten sich vor 1990, anders als viele andere, die blind auf dem einen Auge waren, für politische Häftlinge in der DDR ein.
In den Jahren des Kalten Krieges bis zur Wiedervereinigung hat sich die IGFM erfolgreich für tausende politisch verfolgte Bürger der DDR eingesetzt. Das möchte ich auch heute ausdrücklich würdigen und Ihnen meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Als ehemaliger Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen weiß ich zudem nur zu gut von der Arbeit des Ministeriums für Staatssicherheit gegen Sie. Das war eine zerstörerische und zersetzende Arbeit, die zum Teil von willigen Helfern aus dem Westen für Geld, aber, was eigentlich noch dominierender war, aus politischer Überzeugung, aus ideologischer Prägung erwachsen war. Das Ministerium für Staatssicherheit hatte über 100 Spitzel auf die Unterwanderung westdeutscher Menschenrechtsorganisationen eingesetzt, davon alleine 30 auf die IGFM. Und noch 1989 wurden inoffizielle Mitarbeiter aus der DDR in den Westen geschickt. Und doch ließen sie sich nicht beirren und halfen, klärten auf und prangerten an. Ich selber, das wissen Sie schon, vielleicht aus meinem vorigen Vortrag, war damals aktiv im Evangelischen Kirchentag. Und bis hinein in die Evangelische Kirche haben wir diese Beeinflussung durch die Stasi-Agenten gemerkt. Das war so ein fließender Übergang zwischen denen, die einen ganz deutlichen Auftrag hatten, als Aktive der Stasi zu wirken, und den Fellow Travelers, die eben aus Friedensliebe oder aus linker Überzeugung heraus meinten, solchen Menschen wie ihnen entgegentreten zu müssen, weil sie eben kalte Krieger waren. Und weil der Kalte Krieg hier gerade mal erwähnt wird, möchte ich noch eine Sache ins Gedächtnis der Menschen rufen, auch der jüngeren Menschen. Wissen Sie, der Kalte Krieg, wenn man darüber spricht, dann hört sich das immer so an, als wären da zwei in gleicher Weise in ihrem kriegerischen Denken befangene Gruppen aufeinander losgegangen und jeder ist in gleicher Weise unvernünftig. Das Wort Kalter Krieg verdeckt auch ein wenig die Gründe, warum es einen Kalten Krieg gab. Der Grund ist ganz eindeutig. Da gab es eine Weltmacht, die mit den Menschenrechten und der Freiheit nichts zu tun haben wollte. Nur aus diesem einzigen Grunde gab es den Kalten Krieg. Und das haben übrigens bis heute ja viele nicht begriffen. Und deshalb ist das, wenn heute viele Menschen davor warnen, dass ein neuer Kalter Krieg droht, also man kann sich darüber nicht freuen. Aber selbstverständlich war es notwendig, dass die freie Welt sich organisierte und dem imperialen Gestus des Kommunismus zu widerstehen trachtete. Und so wird es heute selbstverständlich sein, dass wir neue Strategien des Widerstehens haben. Und diese Strategien können sich nicht auf Schwäche oder Blindheit gegenüber der Realität gründen. Das ist ja wohl nur völlig klar. Und daran haben Sie künftig auch weiter mitzuwirken. Also. Übrigens zeigen die Akten der Staatssicherheit auch noch etwas anderes, nämlich dass sich der Einsatz für die Menschenrechte lohnt. Sie verdeutlichen nämlich, wie sehr sich ein totalitäres Regime wie die DDR durch die Veröffentlichung der Zustände in den Gefängnissen etwa angegriffen gefühlt hat. Die Akten zeigen zudem, dass das Bekanntwerden der staatlich verordneten Benachteiligung von Ausreisewilligen der DDR-Führung äußerst peinlich war. Zu einem ehrlichen Rückblick, also das einfach nochmal zu diesem Stasi-Komplex gehört das. Wenn wir zurückschauen, müssen wir aber auch mal gucken, ob immer alles richtig war und ob nicht manchmal in der Gesellschaft auch Kräfte existieren, die auf dem anderen, dem rechten Auge etwas blind waren. Also ich bin weit davon entfernt, ein Aktivist des linken Milieus zu sein, aber man braucht auch schon mal gelegentlich einen kritischen Rückblick auf sich selbst. Ich bitte Sie also, heute auch zu betrachten, ob Sie in Ihrer Geschichte immer selber völlig frei gewesen sind von Ausblendungen, die Sie im anderen Lager kritisierten. Sich so etwas einzugestehen, das schwächt ja die eigene Haltung nicht, sondern macht uns stärker. Schließlich wollen und können Sie ja auch nicht jene im Stich lassen,
die auf dem Papier akzeptierten Werte auch in der Praxis durchsetzen wollen, in welchem Land auch immer. Denn die Durchsetzung der Menschenrechte, sie ist ja eine Daueraufgabe. Menschenrechte sind universell und unteilbar, auch wenn das vielen Menschen übrigens neuerdings auch in der freien Welt nicht mehr so richtig einleuchtete. Es gibt moderne Ansätze der sogenannten Identitätspolitik, wo die Menschenrechte denunziert werden als ein Element westlichen Dominanzstrebens. Das ist natürlich ein gegenaufklärerischer Quatsch, aber in einigen Gegenden sehr modern, besonders in universitären Bereichen im angelsächsischen Raum. Aber ich will mich nicht jetzt verirren in Gedanken, die für diesen Anlass weniger relevant sind. Mir geht es aber darum, dass wir immer wieder gegenüber denen, die sich selber fragen, ob die Menschenrechte wirklich so wichtig sind, immer wieder auf ihre universelle Geltung hinweisen und immer wieder Selbstverantwortung übernehmen, das zu bezeugen und dafür zu kämpfen. Menschenrechte, so wissen wir es, sind angeboren, sie sind unveräußerlich. Sie gelten für jede und jeden. Sie beruhen auf der unumstößlichen Tatsache, dass wir Menschen allein aufgrund unseres Menschseins gleich sind, trotz aller kulturellen, religiösen, sozialen oder sonstigen Unterschiede, die es geben mag. Wer Menschenrechte also stärkt, stärkt die Menschheit insgesamt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich war 8 Jahre alt, als die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Und ich war 11 Jahre alt, als ich in der DDR staatliche Repression in der eigenen Familie erlebte. Mein Vater wurde 1951 ohne jeden Grund von der sowjetischen Geheimpolizei entführt und zusammen mit anderen Unschuldigen in einem Geheimverfahren vor einem sowjetischen Militärtribunal zu 2x25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Obwohl die DDR schon ein selbstständiger Staat war, existierten noch sowjetische Militärtribunale, die solche Urteile verhängten. Er landete in Sibirien. Meine Familie erfuhr nichts davon. 2,5 Jahre bis zu Stalins Tod wussten wir nicht einmal, ob er lebte oder tot war, schon gar nicht, wo er war. Ungewissheit, und dann kehrt er schließlich zurück. Für die Familie endet eine Phase von Not und Sorge und Tränen. Und gezeichnet an Körper und Seele kommen viele zurück, andere nicht. Ein Jahr zuvor war in meiner Heimatstadt Rostock ein junger Student der Rechte, Arno Esch ist sein Name, in derselben Weise entführt worden und er ist in Moskau im zarten Alter, ich glaube von 24 Jahren, erschossen worden. Unschuldig, wie so viele andere Opfer. Ja, aber Tausende in ganz Mittelosteuropa haben das kommunistische Unrechtsregime nicht überlebt. Und wer eine solche Ohnmacht jemals gespürt hat, der möchte sie nie wieder zulassen, nirgendwo, nicht in der eigenen Familie, aber auch nirgendwo anders auf der Welt. In diesem Zusammenhang sollten wir uns klar machen, dass der erfolgreichste Anwalt für die Menschenrechte in uns selber steckt. Es ist nämlich ein tiefes inneres Wissen um die Würde und die Rechte eines jeden einzelnen Menschen, das in uns selber wohnt. Doch offensichtlich bedarf es manchmal erst grausamster Verfehlungen, um diesem Wissen politisch Gültigkeit zu verschaffen. Die Idee der Menschenrechte ist Jahrhunderte alt und seit über 200 Jahren in den amerikanischen und französischen Verfassungstexten verankert. Aber erst der große Zivilisationsbruch des Zweiten Weltkriegs mit Massenmord und Holocaust führte 1948 jene internationale Allianz zusammen, die sich auf einen gemeinsamen Katalog der Menschenrechte verständigen konnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg brauchte eben die Weltgemeinschaft eine neue geistig-politisch, aber auch moralische Grundlage. Es war unabdingbar geworden, das Individuum und seine unveräußerlichen Rechte zu schützen, unabhängig von seiner Ethnie, Religion, Hautfarbe oder seinem Geschlecht. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte war zwar zunächst nur eine Absichtserklärung, kein bindendes Gesetz, jedoch war sie eines der größten Versprechen,
das seit Menschengedenken formuliert worden ist. Und es dauerte nicht lange, bis sie in vielen Staaten dann in nationales Recht überging. Gleichheit und Freiheit, bürgerliche, politische, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Rechte. Für so vieles von dem, was wir heute in großer Differenzierung vorfinden, wurde 1948 das Fundament geschaffen. Die Geschichte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist für mich deshalb auch eine Geschichte der politischen Willenskraft des Menschen. Wir haben es in Mittel- und Osteuropa im vergangenen Jahrhundert immer wieder erlebt. Es waren die Menschenrechte, die nach 1975 auch die Schlussakte von Helsinki, auf die sich die Mutigen berufen konnten, wenn sie sich gegen ihre Unterdrücker, gegen Gewalt und Willkür wendeten. Aber wenn wir auf die letzten Jahrzehnte zurückblicken und eine Bestandsaufnahme über die Entwicklung und Verbreitung der Menschenrechte wagen, dann fällt die Bilanz einigermaßen ernüchternd aus. Zu oft sind Menschenrechte nur ein Versprechen für die Zukunft. Man muss sie so bezeichnen, weil viele Millionen Männer und Frauen und Kinder auf dem ganzen Erdball diese Rechte eben noch nicht haben, sie nicht als Realität erleben, sondern als eine unerfüllte Sehnsucht. In zahlreichen Staaten auf nahezu allen Kontinenten wurden und werden die Menschenrechte ignoriert, relativiert oder den Interessen von Machthabern, Clanchefs, Warlords oder Parteiführer untergeordnet. Aus vielen Teilen der Welt wird berichtet, wie Menschen aus dem Land getrieben werden, weil sie der vermutlich falschen Ethnie, Religion oder Partei angehören oder weil sie wegen ihrer politischen Einstellung, ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden oder weil sie auf ihre Meinungsfreiheit nicht verzichten wollen. Noch nie war die Zahl der Menschen, die dort, wo sie beheimatet sind, nicht mehr leben können, so hoch wie heute. Mehr als 1% der Weltbevölkerung befand sich 2021 auf der Flucht. Über 84 Millionen Menschen. Auch in Europa sehen wir die schrecklichen Folgen von Krieg, Konflikten und Verfolgung. Bereits über 4 Millionen Ukrainer haben die beschwerliche Flucht angetreten und ihre Heimat auf unbestimmte Zeit verlassen. Und schon seit Jahren fliehen Menschen über das Mittelmeer nach Europa. Oftmals finden sie den Tod, sie alle wissen es. Zugleich ist es nunmehr 74 Jahre her, dass Vertreter aller Kontinente die Erklärung der Menschenrechte bei den Vereinten Nationen verabschiedeten und erstmals Rechte für alle Menschen proklamiert wurden. Weltweit übrigens, unterschiedslos und unabhängig von nationaler Herkunft. Ja, gemeinsam müssen wir uns nun fragen, warum haben einzelne Staaten, warum hat die internationale Gemeinschaft in den letzten 7 Jahrzehnten trotz aller Absichtserklärungen Gewaltorgien, Genozide, schwere Menschenrechtsverletzungen häufig nicht verhindern können? Warum können viele Länder ihre Grenzen vor Flüchtlingen gänzlich schließen? Andere Frage. Die Gründe dafür mögen ja vielschichtig sein. Ignoranz kann das sein, Kaltblütigkeit, manchmal auch realpolitische Überforderung. All das offenbart sich in vielen Konfliktfeldern rund um den Erdball und zuweilen auch an den Verhandlungstischen. Wir kennen auch die Form Geringschätzung und Marginalisierung von Menschenrechten, wenn es etwa darum geht, Wirtschaftsinteressen durchzusetzen. In einer globalisierten Wirtschaft mit vielfältigen Abhängigkeiten, sei es bei Ressourcen oder Waren, können wir unsere wirtschaftlichen Interessen auch nicht außer Acht lassen, das sehe ich ja ein. Aber wir können uns auch keinen naiven Vorstellungen mehr hingeben und müssen erkennen, dass es zum Beispiel auch der chinesischen Führung nicht nur um friedlichen Handel geht, sondern um eine globale Vormachtstellung. Umso deutlicher müssen wir darauf reagieren, wenn aus dieser Richtung
unter Verweis auf kulturelle Unterschiede die Menschenrechte relativiert werden oder gar als westlicher Imperialismus diskreditiert werden. Wer dies behauptet, der irrt nicht nur, sondern er leugnet auch, dass die Erklärung der Menschenrechte ein Kompromiss von 52 Staaten unterschiedlicher kultureller und religiöser Prägung war, übrigens auch unter Mitwirkung von Aktivisten aus Asien. Unter den 48 Staaten, die der Erklärung zustimmten, waren alle Erdteile oder Regionalgruppen, wie man damals in den Vereinten Nationen sagte, vertreten. Wer also den Universalismus der Menschenrechte verneint, der leugnet, dass die Wurzeln der Menschenrechte in den unterschiedlichsten Kulturen unserer Welt liegen. Er verkennt auch, dass sie unser allerwichtigstes globales Gut sind. Und er ist blind dafür, dass die Unterdrückten in jedem Land der Erde die Sprache der Menschenrechte sehr gut verstehen, ganz anders als ihre Unterdrücker. Überall dort sind die Menschenrechte unzähligen Menschen Hoffnung und Sehnsucht. Sie ermutigen die Ohnmächtigen zum Widerstand und zum Kampf für ein selbstbestimmtes Leben. Ich weiß, wovon ich spreche, meine Damen und Herren. Viele von Ihnen wissen das auch aus eigener Erfahrung. Schauen wir uns einmal an, wie eng Flucht und Nichtachtung der Menschenrechte miteinander verzahnt sind. Wir erleben es zurzeit nicht nur in der Ukraine. Das mussten wir auch bei den vielen Frauen und Männern auf den Straßen in Belarus im Sommer 2020 beobachten. Erschüttert schauen wir auf die gewaltsame Unterdrückung dieser friedlichen Demokratiebewegung und auf das Schicksal der mutigen Frauen dort. Die Führerin der belarussischen Opposition und Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja konnte sich noch ins litauische Exil retten. Ihre Mitstreiterin, die mutige Maria Kolesnikova, sie wurde verhaftet, weil sie nicht gehen, sondern in Belarus bleiben wollte und sich weigerte, ins Ausland zu gehen. Wir wissen nicht, wie es ihr geht, wenn sie wie mehrere hundert andere Oppositionelle im Gefängnis schmachtet. Nicht selten frage ich mich, ob wir nicht doch mehr tun könnten, als wir tatsächlich tun. Als Ostdeutscher weiß ich im Übrigen, wie wichtig die Solidarität aus der freien, demokratischen Welt ist, als Druck gegenüber den Herrschenden und als aufbauende Kraft für die Unterdrückten und die Vertriebenen. Und genau in dieser Weise setzen Sie sich, meine Damen und Herren, in den verschiedensten Handlungsfeldern für Unterdrückte ein. Trotz mancher Fortschritte sind zum Beispiel Frauen immer noch viel zu oft Opfer von Gewalt, Isolation und Unrechtsjustiz. Etwa wenn sie sich für ihre und die Rechte anderer einsetzen. Beispiel Iran, Beispiel Kuba, Beispiel Belarus. Oft werden sie willkürlich inhaftiert, ohne fairen Prozess. Teils hohe Haftstrafen drohen ihnen und werden über sie verhängt. Es ist erschütternd, dass trotz engagierter Aufklärungsarbeit von vielen nichtstaatlichen Hilfsorganisationen ein anderes Feld, immer noch weibliche Geschlechtsorgane verstümmelt werden oder dass Frauen unter Zwang verheiratet oder gar als Handelsware behandelt werden. Oder richten wir den Blick auf ein ganz anderes Themenfeld. Eigentlich sollte die dieses Jahr anstehende Fußball-Weltmeisterschaft ganz im Zeichen des sportlichen, fairen Wettkampfs stehen. Aber schon jetzt wird dieses Ereignis überschattet von den Berichten über Zwangsarbeit und moderne Sklaverei in diesem Land. Laut Informationen des britischen Guardian sind in den letzten 10 Jahren 6.500 Migranten in Katar gestorben. Neue Stadien und ganze Städte wurden für die WM in die Wüste gebaut. Die Bedingungen für die Tausenden von Wanderarbeitern aus Afrika und Asien waren katastrophal, ja menschenverachtend, und brachten für viele den Tod. Ein weiteres Beispiel dafür, dass unsere frommen Hoffnungen durch die bittere Realität enttäuscht werden.
und dass der Sport mit der Vergabe von internationalen Großereignissen ebenso wenig zu einem Wandel bei autoritären Regimen führt wie der Handel mit diesen Ländern. Zu den zentralen Erkenntnissen sollte doch zählen, dass wir realistischer auf die Welt schauen. Dies gilt auch für ein anderes Thema, das Sie regelmäßig ansprechen, aber in der Öffentlichkeit zu selten wahrgenommen wird: die bedrohte und verweigerte Religionsfreiheit. Dieses Thema betrifft nahezu alle Gesellschaften und Religionen. Deshalb erstaunt es mich immer wieder, wie wenig über die Verfolgung der Christen auf der ganzen Welt bekannt ist, gerade auch hier in diesem ansonsten wohlinformierten Land. Weltweit gelten 340 Millionen Christen einem hohen bis extremen Maß als der Verfolgung ausgesetzt. Und die Zahl der getöteten Christen hat in den letzten Jahren sogar stark zugenommen. Sie sind zum größten Teil auf die Verfolgung durch islamistische Gruppierungen in Afrika zurückzuführen. Übrigens ein Thema, das, wie ich eben sagte, nach wie vor in den Medien zu wenig gewürdigt wird. Darauf können und müssen, ja. Wir wollen darauf aufmerksam machen, und dazu gehört auch, dass wir den Blick jenen Minderheiten zuwenden, die in muslimischen Ländern schweren Repressionen ausgesetzt sind. Das sind nicht nur Christen. So viel Differenzierung können wir uns zutrauen, wenn wir gleichzeitig nicht die Augen davor verschließen, dass in anderen Ländern insbesondere Angehörige des muslimischen Glaubens verfolgt werden. Und wir verschließen auch nicht die Augen davor, dass in westlich demokratischen Ländern Hass und Aggressivität gegen Angehörige von Minderheitenreligionen wachsen. Auch dagegen werden wir uns aussprechen und dagegen kämpfen. 3 von 4 Menschen leben in einem Land, das ihre Religions- und Weltanschauungsfreiheit einschränkt. 3 von 4 Menschen. Verletzungen der Menschenrechte sind im politischen Alltag vieler Länder also oftmals auch Verletzungen der Religionsfreiheit. Wie weit Menschenrechte umgesetzt werden können, hängt auch von aufmerksamer Begleitung, Beratung und der Hartnäckigkeit der Zivilgesellschaft ab. Ohne die mutigen Menschen in den NGOs wäre die Umsetzung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht da, wo sie heute ist. Sie bleiben als Impulsgeber und Korrektiv weiterhin unverzichtbar. Und ich erinnere daran, Sie haben ja die Zeit erwähnt, der 80er Jahre, Herr Lamm, manchmal muss man dann auch dem Zeitgeist widersprechen. Der ist in der Regel sehr mächtig und man gilt dann gelegentlich als Außenseiter. Diese Rolle muss man dann auch annehmen. Am heutigen Jubiläumstag der IGFM ermutige ich Sie also, tun Sie Ihre Arbeit unermüdlich und unerschrocken. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie dazu beitragen, dass wir uns nicht blind und taub stellen, sondern dass wir uns dafür sensibilisieren, immer wieder um das höchste Gut zu ringen, das wir haben, die Würde des Menschen. Denn wir alle sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. So steht es wörtlich in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Unsere Welt, meine Damen und Herren, sie braucht Menschen, die diese Worte nicht nur kennen, sondern die sich durch diese Worte bewegen lassen. Wir haben es ja erlebt. Unrecht kann besiegt werden. Freiheit und Recht sind möglich. Daran wollen wir glauben und dafür wollen wir gemeinsam kämpfen. Ich danke Ihnen. Bundespräsident Joachim Gauck, vielen herzlichen Dank für Ihren ermutigenden Vortrag. Wir haben alle gemerkt, da gibt es viele Parallelen und Anknüpfungspunkte zu unserer Arbeit, wenn ich an das Stichwort Religionsfreiheit denke.
oder die Aufarbeitung der SED-Diktatur, der wir uns verpflichtet fühlen. Vielen herzlichen Dank und wir sollten im Kontakt bleiben. Da Herr Gauck jetzt sofort zum Flughafen muss, machen wir, ich gehe noch mit nach vorne, wir machen 5 Minuten Pause, kurze Pause.